Ist dein Flügel wieder heil? So gut wie neu. Dieser hübsche kleine Karl kann wieder zurück in die Wildnis. Ist er wirklich schon so weit? Hey, Leffy. Houdini, was machst du denn hier? Ich bin neugierig. Was ist hier los? Sie statten diesen Adler mit einem Sender aus. Ehrlich? Mit einem Sender? Wow! Was ist das? Damit kann man verfolgen, wo der Adler gerade ist, auch aus weiter Ferne. Du wirst es gleich sehen. Los! Oh! Wow! Wissenschaft ist sowas von faszinierend! Diesem tollen Hund. Er hat uns gerettet. Dieser tolle Hund ist Lassie. Und ja, das macht sie gern. Hi, ich bin Harvey und das ist Zoe. Mein Name ist Carmen und das ist Fury. Er hat sich vor einer Schlange erschrocken und ist durchgegangen. Aber jetzt ist alles wieder gut. Tja, also, wir müssen jetzt weiter. Danke für alles. Oh nein. Leider hinkt er ein bisschen, aber es scheint nichts Ernstes zu sein. Dann komm doch erstmal mit zu uns nach Hause. Aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Umso wichtiger, dass sein Huf gesund ist. Komm mit. Meine Mom ist Tierärztin. Das ist heute echt ein Glückstag. Okay. Aber nur für eine kurze Pause. Danke, Zoe. Das ist wirklich nett von dir. So, das wär's. Das wird ihm helfen. Gott sei Dank hat er sich nichts gebrochen. Aber er braucht Ruhe und muss das Bein schonen, damit sich nichts entzündet. Du kannst gerne hier bei uns wohnen, bis er wieder gesund ist. Wirklich? Das ist so freundlich von... Das ist mein Dad. Dein Dad? Er ist Park Ranger? Und zwar der Beste. Aber er ist für ein paar Tage nicht da. Er macht irgendeine Fortbildung. Komm mit. Ich werde dir ein Zimmer fertig machen. Danke, aber wenn es okay ist, würde ich lieber draußen im Stall bei Fury bleiben. Du bist wirklich cool. Aber wir haben keinen Stall, nur eine Scheune. Carmen, möchtest du jemanden anrufen? Deine Familie, deinen Vater, deine Mutter? Ja, natürlich. Darf ich ihr Telefon benutzen? Aber sicher. Nein, Mom, mach dir keine Sorgen. Es geht mir gut. Fury braucht nur ein paar Tage Ruhe. Beim nächsten Ton ist es 10 Uhr. Sicher, sobald ich weiterreite, rufe ich dich an. Ja, ganz recht, meine Freunde. Mit diesen schicken, supermodernen Hightech-Sender-Dingsbums-Teilen können wir alle möglichen Tiere verfolgen und so ihre Gewohnheiten untersuchen. Aber wozu das? Wozu? Na, wir machen wissenschaftliche Studien. Was dachtest du denn? Wissenschaftliche Studien? Wir sind doch keine Wissenschaftler. Mit der Einstellung werden wir es auch nie werden. Und jetzt an die Arbeit! Herzlichen Glückwunsch, Leute! Dank der Wunder der Technik werden wir jetzt immer ganz genau wissen, wo wir sind. Und zwar zu jeder Zeit. Super! Genial! Aber haben wir das nicht eigentlich schon vorher gewusst? Ja, aber jetzt haben wir blinkende rote Lichter bei uns. Das, meine Freunde, ist der Fortschritt. Psst! Und was jetzt? Ja, ist es jetzt vorbei? Unsere wissenschaftlichen Untersuchungen müssen weitergehen. Wir müssen unsere Studien erweitern und andere Tiere hinzufügen. Wir dürfen nicht nur uns untersuchen. Leute, was macht ihr da? Die Sachen sind für ernsthafte wissenschaftliche Forschung. Oh, wir sind auch ernsthaft. Und wenn Menschen diese Dinge an Tieren anbringen können, warum können wir das nicht auch tun? Weißt du was? Wer hätte gedacht, dass ich das sage? Aber damit hast du vielleicht sogar mal recht. Tja, es gibt für alles ein erstes Mal. Und irgendwann musste das ja passieren, nicht wahr? Sogar eine kaputte Uhr geht 2-mal am Tag richtig.
Haltet euch einfach von Ärger fern und bringt die Sachen heil zur Klinik zurück, okay? Was stehen wir hier so rum? Schnappen wir uns unsere Forschungsobjekte. Na los! Du kannst echt toll mit Pferden umgehen, Carmen. Du hast dafür eine Begabung. Danke. Ich hoffe auf einen Job als Trainerin bei einer großen Ranch im Süden. Bist du dorthin unterwegs? Dorthin unterwegs? Mit Fury. Du sagtest, du hast noch einen weiten Weg. Oh, richtig. Ja, wir wollen in den Süden. Vielleicht finde ich dort Arbeit. Aber du bist nach Norden geritten. Durch den Pass. Bin ich das? Weißt du, ich wollte... Ich bin vielleicht... Harvey, hör doch auf. Sie hat sicher die Richtung gewechselt, als Fury durchgegangen ist. Stimmt's, Carmen? Tja, so ist es wohl gewesen. Siehst du? Eine einfache Erklärung. Du musst Harvey verzeihen. Er denkt immer viel zu viel. Schon okay. Ich wünschte, ich hätte einen Freund wie ihn. Wirklich? Hey, du kannst ihn gern haben. Er gehört ganz dir. Haha, wirklich witzig. Bist du sicher, dass du mit ihr alleine klarkommst? Ich bin nicht allein. Lassie ist doch hier. Und wieso sollte ich nicht klarkommen? Carmen ist super nett. Ich finde sie auch nett, Zoe, aber du musst zugeben, da stimmt was nicht. Irgendwas geht da nicht auf. Sie ist ein Mensch, Harvey, und keine Matheaufgabe. Muss bei dir immer alles aufgehen? Ja, das muss es. Alles und immer. Wenn Carmen kein guter Mensch wäre, würde Lassie es doch spüren. Und Lassie liebt Carmen, so ist es doch, oder? Vielleicht ist sie ein guter Mensch, aber sie verbirgt was, definitiv. Soll sie doch was verbergen? Wen interessiert's? Musst du denn wirklich immer alles genau wissen? Schon, so ist es mir einfach lieber, ja? Oh, gute Nacht, Harvey. Wir sehen uns morgen. Wirklich? Ja, so haben Lassie und ich uns getroffen. Wow, ist das eine schöne Geschichte. Was? Nein, weiter schlafen! Weiter schlafen! Keine Angst, ihr Häschen! Jetzt seid ihr sicher! Hier ist ja keiner. Wer kriegt denn jetzt meinen Sender? Ja, genau! Sie schläft immer noch. Bestimmt war sie die ganze Nacht wach, um auf Fury aufzupassen. Na komm, gehen wir einkaufen, solange sie noch schläft. Guck mal, Mom, Leckerlis für Pferde. Können wir Fury welche mitbringen? Natürlich. Der Sheriff ist schon informiert, er kommt. Weit kann sie auf keinen Fall gekommen sein. Es ist nicht leicht, ein gestohlenes Pferd zu verstecken, schon gar nicht ein so tolles Exemplar wie dieses. Hast du gehört? Die beiden reden über ein gestohlenes Pferd. Ein besonders tolles. Na und? Was hat das mit uns zu tun? Warte, du denkst doch wohl nicht etwa an Carmen, oder? Los, kommt ihr zwei! Aha, wie fang ich damit an? Was versucht ihr zu verstecken? Was, wenn wir sie einfach fragen und sehen, wie sie reagiert? Ach so, sie fragen, ob sie ein Pferd geklaut hat? Klar doch, das wäre überaus taktvoll. Carmen? Bist du wach? Sie ist verschwunden? Sie ist einfach verschwunden und hat Fury mitgenommen. Ganz ruhig, Lassie, das ist nur der Sheriff. Was will er wohl hier? Morgen, Mrs. Parker. Tut mir leid, Sie zu stören. Haben Sie hier zufälligerweise kürzlich ein Mädchen mit einem Pferd gesehen? Diese zwei Herren dort sind Rancher und können mit einer Urkunde beweisen, dass sie Furys Besitzer sind. Wie es aussieht, hat das Mädchen... Carmen! Ihr Name ist Carmen! Diese Carmen hat im Stall gearbeitet, aber vor zwei Tagen ist sie mit dem Pferd einfach davongeritten. Carmen würde so etwas niemals machen. Sie wirkte auf mich nicht wie eine Pferdediebin, Sheriff. Wäre es möglich, dass das Ganze nur ein kleines Missverständnis ist? Ein Missverständnis? Das Mädchen hat das wertvollste Pferd der ganzen Ranch gestohlen. Ich verstehe nicht, wie konnten Sie sie nur die Nacht hier verbringen lassen? Ein fremdes Mädchen kommt auf so einem Pferd angeritten und Sie bieten ihr eine Unterkunft an. Wie würden Sie das nennen?
Ich nenne das ganz einfach Gastfreundschaft, Höflichkeit und Mitgefühl. Na schön. Mrs. Parker hat die junge Dame angedeutet, wohin sie unterwegs sein könnte? Nein, und ich habe auch nicht gefragt. Aber wenn es hilft, kann Lassie ihre Witterung aufnehmen. Vielleicht zeigt sie ihnen die richtige Richtung. Tja, das wäre nett. Also dann, Zoe, geh mit Lassie raus. Vielleicht kann sie Furys Witterung aufnehmen. Lassie ist heute nicht in Form. Aber es war ein Versuch. Gehen wir und durchsuchen das ganze Gebiet. Kam und das Pferd wird nicht weit weg sein. Gute Arbeit, Lassie. Jetzt kannst du uns zeigen, wo die beiden wirklich sind. Ich bin nur ungern ein Spielverderber, Zoe. Aber was machen wir, wenn wir sie gefunden haben? Du hast die Urkunde gesehen. Fury gehört diesen beiden Ranchern und nicht Carmen. Und da haben wir es wieder. Ja, ich weiß, du hast recht. Aber lass uns erstmal Carmen und Fury finden. Hören wir uns ihre Version der Geschichte an. Aber was, wenn Carmen schuldig ist, Zoe? Wir wissen, dass Fury ihr eigentlich nicht gehört. Wenn du nicht bereit bist, ihr auch nur ein bisschen zu vertrauen, dann solltest du hier bleiben. Ist ja gut. Schön, gehen wir. Na dann, Lassie, du gehst vor. Warte mal, wir müssen es deinem Dad erzählen. Oder zumindest deiner Mom. Was soll ich sagen? Ich bin von Gefühlen überwältigt. Wie der Mann, der als erster seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat. Mir ist ganz schwindelig voll banger Erwartung des Ungewissen. Wo ist deiner? Das ist meiner, hier ist Biffs und das ist Pikas. Aber wo ist deiner? Oh, oh. Was ist das? Na los, lass das uns rausfinden. Wer trägt dieses Ding? Ich und du, Müllers Kuh. Müllers Esel, das bist du. Alles, was sie über mich sagen, ist wahr. Diese Rancher haben Fury gefangen und von Rechts wegen gehört er ihnen. Ich habe vor ein paar Monaten dort angefangen zu arbeiten, aber ich konnte es nicht ertragen, wie sie ihn geschlagen und misshandelt haben. Irgendwann wurde mir klar, wenn ich ihn da rausholen möchte, dann muss ich es selber tun. Warum hast du die Rancher denn nicht einfach angezeigt? Das wollte ich. Ich habe Fotos gemacht, aber die haben sie mir weggenommen. Also hatte ich keine Beweise gegen sie. Dann hätte ihr Wort gegen meins gestanden. Naja, und genau genommen gehört Fury ja wirklich den beiden. Aber was willst du denn jetzt machen? Du kannst doch nicht ewig weglaufen. Dort ist die Gegend, wo die Rancher Fury gefangen haben. Ich will ihn dahin zurückbringen. Zurück nach Hause, wo er hingehört. Und wenn er in Sicherheit ist, stelle ich mich der Polizei. Bist du ganz sicher, dass die Rancher ihn dort gefunden haben? Absolut. Diese Karte habe ich ihnen weggenommen. Damit haben sie seine Herde wochenlang verfolgt. Okay. Aber wenn wir es bis dahin schaffen wollen, müssen wir uns von allen Straßensperren fernhalten. Was meinst du mit wir? Mit wir meine ich uns. Wir werden dich begleiten. Das kann ich nicht von euch verlangen. Wir sind Freunde. Das musst du gar nicht. Und außerdem, ohne Lassie hättest du nicht die geringste Chance. Wo ist nur dieses Pferd? Ich hoffe, der Sheriff hat mehr Glück als wir. Das stimmt. Und ja, ich weiß, die Sache ist ernst. Das Pferd gehört den Ranchern. Aber Zoe hat ein gutes Gespür, was Menschen betrifft. Und Lassie erst recht. Ja, ja, ich werde mich darum kümmern. Dort! Da ist es! Wir sind da? Echt jetzt? Yippie! Aha!
Ohne euch und ohne Lassie hätten wir das niemals geschafft. Du wirst Fury sicher vermissen. Natürlich. Aber ich will das, was für ihn am besten ist. Lauf. Lauf, mein Lieber. Was ist das? Eine Drohne. Oh nein! Fury! 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 Komm schon, komm schon. Jetzt! Oh nein! Die Ranger! Bleibt, wo ihr seid! Dieses Pferd gehört uns und das Mädchen weiß das! Beeil dich, Bruder! Als ich dachte, Wissenschaft ist eine schwierige Sache. Hey Leute, Houdini, was macht ihr denn hier? Ich verspreche dir, Lassie, wir bringen das ganze wissenschaftliche Zeug zurück zu Sarah, sobald wir alle Sender verfolgt haben. Sobald ihr alle Sender verfolgt habt? Was ist mit Fury? Trägt der auch einen? Ja, der trägt auch ein kleines bisschen. Fantastisch, gut gemacht, Leute. Was sollen wir jetzt nur machen? Angst. Lassie wird das schon regeln. Hey, das ist Mams Empfänger. Und der rote Punkt? Oh, guck mal, Carmen. Ich glaube, meine Mom hat Fury einen Sender verpasst. Einen Sender? Aber wie das denn? Seht mal, ihr Laster muss auf der Bergstraße bleiben. Aber wenn wir den direkten Weg nehmen, sind wir schneller und können sie dort stoppen, bevor sie auf dem Highway sind. Ja! Alle großen Wissenschaftler haben das schon durchgemacht. Da forscht man und jemand anderes kassiert den Ruhm. Aber egal. Wissenschaft vor. Hinterher! Und die Duke! Wartet auf mich! Etwa schon weg? Das glaube ich nicht. Der Sender ist noch immer... Oh, da, sie kommen! Wir müssen irgendwie die Straße blockieren, um sie zu stoppen. Da, der Felsen! Geh Vorsicht mit dem Wissenschaftsding. Wir müssen ihnen helfen. Werfen wir Steine auf die Straße. Das ist unmöglich. Wir müssen uns was anderes überlegen. Schnell! Lassie, was machst du denn? Lassie! Was war das für ein Geräusch? Das glaube ich nicht. Da ist der Hund. Was? Lassie! Halt dich fest! Gut gemacht, Bruder. Das Viech ist nicht mehr da. Lassie!
vor der Highway auf Fahrt 207. Gute Arbeit, wir sind unterwegs. Oh nein, da ist schon wieder dieser Hund. Was? Sie, die haben mir schon wieder meinen Mustang gestohlen. Ganz ruhig. Ich habe mir die Papiere genau angesehen. Aber daraus geht wirklich nicht hervor, an welchem Ort sie Fury ursprünglich gefangen haben. Nun ja, so etwas lässt sich ja auch unmöglich ganz genau sagen. Oh doch! Der Ort ist hier eingezeichnet. Das gekennzeichnete Gebiet gehört dem Staat und ich trage dafür die Verantwortung. Sie haben ein Wildpferd in einem Nationalpark gefangen und damit das Gesetz gebrochen. Das Pferd kehrt dorthin zurück, wo es hingehört, in die Wildnis. Das gilt auch für Sie. Sie gehen auch dorthin, wo Sie hingehören. Mom, das haben wir alles nur dir zu verdanken. Wenn du Fury nicht einen Sender verpasst hättest... Ich habe Fury mit keinem Sender versehen. All meine Sender sind verschwunden. Jetzt wäre ein guter Moment, wieder nach Hause zu gehen, Leute.